Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Und da heißt Wahl des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften. Hier habe ich eingangs versprochen, meinem Lieblingsstadtrat Herrn Aschenbach, dass wir jetzt seinen Antrag behandeln. Und der ist ja geschäftsordnet, dass Sie dann, wenn ich es wieder interpretieren darf, Vorstellung wünschen. Wäre damit eingebracht, dieser Geschäftsordnungsantrag. Gibt es dazu Gegenrede? Dann würde ich das mal zur Abstimmung stellen, weil das würde ja dann in der Folge bedeuten, dass wir dann uns die Vorstellung der Kandidaten anhören. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist die überwältigende Mehrheit, wer damit so beschlossen. Bevor wir aber dazu kommen, habe ich weitere Wortmeldungen angezeigt. Frage, ob die jetzt gebracht werden wollen. Frau Dr. Schöps, Herr Nitsche. Herrn Frau Schöps, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bewerber um das Amt des Baubürgermeisters, sehr geehrte Damen und Herren. Zur Wahl des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bauverkehr und Liegenschaften und der dazu vorangegangenen Ausschreibung ist eigentlich schon das meiste gesagt worden. Unsererseits ist vor allem kritisiert worden, dass der neue Amtsinhaber von seiner Partei bereits öffentlich ausgerufen wurde, bevor der Stadtrat überhaupt die Ausschreibung der Stelle beschlossen hatte. Also zu einem Zeitpunkt, als überhaupt noch gar nicht feststand, welche Kriterien für die Besetzung der Stelle überhaupt gelten sollen. Von den Grünen wurde immer wieder verkündet, man habe einen Anspruch auf den Posten. Das sei so vereinbart worden, um politische Stabilität zu gewährleisten. Damit meinen Sie wohl eher politische Macht und Deutungshoheit. Denn bei Ihrem Bürgermeisterdeal bleibt ein Großteil des Stadtrates und damit auch tausende Dresdner Wählerstimmen von vornherein außen vor. Ihr Anspruch wird nicht von einem Gesetz, nicht einmal von einer Verordnung oder Satzung gestützt, sondern allein durch ein Bündnis der Angst auf allen politischen Ebenen. Angst davor, dass sich der Souverän, nämlich das deutsche Volk, ob Sie das Wort nun hören wollen oder nicht, ich sage es hier, den Staat, den sich die neuen Blockparteien zur Beute gemacht haben, eventuell zurückholen könnte. Auch im Dresdner Stadtrat hat sich die CDU nun zu einem willfährigen Steigbügelhalter des links-rot-grünen Bündnisses gemacht. Bürgerlich war gestern. Als Lohn dafür gibt es zwei Bürgermeisterposten, auch wenn man sich dafür bis zur Unkenntlichkeit nach links verbiegen muss. Vielleicht haben Sie sich ja im Vorfeld sogar mal mit der Rechtsnatur von Koalitionsverträgen auseinandergesetzt. Die Frage ist in der Wissenschaft durchaus umstritten. Man könnte mit ihrer Erörterung sicher einige Regalmeter in der juristischen Bibliothek füllen. Einig sind sich die Juristen aber dahingehend, dass Koalitionsverträge rechtlich nicht binden und damit gerichtlich weder einklagbar noch vollstreckbar sind. Streng genommen handelt es sich aber bei der am 4. März 2020 von Grünen, Linken, SPD und CDU unterzeichneten schriftlichen Vereinbarung zur Aufteilung der Fleischtöpfe im Dresdner Rathaus, sprich Besetzung der Beigeordnetenstellen, auf die Sie sich immer wieder berufen, nicht einmal um einen Koalitionsvertrag. Denn auch wenn die linke Seite des Rates, und damit meine ich so alle, die so links von Herrn Genschmarr normalerweise sitzen, hier gerne mal Parlament, ich spreche da meistens so, denkt da immer so an den Landtag, spielen will, so muss ich Sie doch enttäuschen. Wir sind nur Teil der mittelbaren Staatsverwaltung, also Exekutive und nicht Legislative. Damit gibt es keine Koalition, keine Koalitionsverträge auf kommunaler Ebene, keine Regierung und auch natürlich keine Opposition. Kommunalpolitik ist nämlich gar keine Politik im parlamentarischen Sinne, sondern sie zeichnet sich, und das seit Ende des 19. Jahrhunderts, dadurch aus, dass ihr Augenmerk anstatt auf parteipolitische Auseinandersetzungen auf den Austausch über Sachfragen richtet. Lesen Sie doch mal die alten Protokolle der Dresdner Stadtverordneten aus der Kaiserzeit, steht alles da drin. In vielen sächsischen Gemeinden funktioniert das bis heute, nur leider in Dresden nicht.
Hier ist dieselbe ideologische Blockbildung zu einer neuen neosozialistischen nationalen Front zu beobachten, wie sie auf Landes- und Bundesebene ebenfalls stattgefunden hat. Dafür ist die sächsische Gemeindeordnung nicht gemacht und wir sollten die entsprechenden Vorschriften für die Beigeordnetenwahl hinterfragen. Denn es kann nicht sein, dass das Wahlverfahren und das Ausschreibungsverfahren derart zu einer Farce verkommen kann. Ob das nun rechtlich sauber ist, obliegt der Beurteilung möglicherweise eines Gerichtes. Das politische Zeichen, was die Grünen, vor allem die Grünen hier gesetzt haben, ist auf jeden Fall verheerend. Das Urteil der Bürgerschaft liegt irgendwo zwischen Arroganz der Macht und politischer Dummheit. Machen Sie so weiter, wenn Sie das Vertrauen in die Politik der Bürger weiter erschüttern wollen, den Riss in unserer Gesellschaft vertiefen wollen, Zweifel an der Demokratie schüren wollen, Politikverdrossenheit befördern wollen und letztlich die Loslösung der politischen Kaste von der Basis noch weiter vorantreiben wollen. Dann kann man Ihnen gratulieren, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Die AfD-Fraktion wird sich an diesem Schauspiel heute nicht beteiligen. Wir haben uns mit der Ausschreibung trotzdem auseinandergesetzt, alle 7 Bewerber eingeladen. Einige, selbst Herr Kühn, sind zu uns gekommen und haben sich persönlich überzeugt, dass wir als AfD keine kleinen Kinder essen. Ich bin der Überzeugung, dass wir unter anderen Umständen deutlich mehr Bewerber auf diese Ausschreibung bekommen hätten. Aber wie gesagt, wenn man es vorher in der Zeitung lesen kann, dass man so und so nicht wird, warum soll man sich dann bewerben? Und aus diesem Grunde werden wir hier an der Abstimmung über die Wahl des Beigeordneten auch nicht teilnehmen. Vielen Dank. Herr Nitsche. Ich verzichte auf meinen Redebeitrag. Ich freue mich darauf, dass sich die Kandidaten jetzt gleich vorstellen werden. Die Kandidaten für das Amt, dessen Entscheidungen unsere Stadt über Jahre bzw. über Jahrzehnte prägen werden. Viel Erfolg den dreien. Gibt es zunächst weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann würde ich vorschlagen, wenn kein Widerspruch ist, dass wir in die Vorstellung der Kandidaten gehen. Ich würde es in der alphabetischen Reihenfolge des Familiennamens machen und sagen, so wie wir allgemein die Redezeit haben, 5 Minuten, darüber sollte es nicht hinausgehen. Und damit würden wir starten und ich darf aufrufen, Herrn Dr. Ronald Franke. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Stadträtinnen, liebe Gäste, Sie wollen heute gemeinsam über die zukünftige Besetzung des Baubürgermeisters entscheiden. Seine Aufgabe wird es sein, den Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften zu leiten, eine zahlreiche Ämter dazu. Wer das liest, fragt sich, wer kann hier eigentlich den Überblick behalten? Welche Qualifikation ist dafür hilfreich? Welche Aufgaben stehen an? Wie und mit wem kann man sie angehen? Und unter welchen Bedingungen ist es leistbar? In den nächsten Minuten will ich dazu einige Antworten geben und über meine Person, meine Motivation für die Amtsführung und auch über meine politische Haltung Auskunft geben. Ich bin ein studierter Architekt. Ich habe 5 Jahre hier an der TU Dresden studiert und habe mich mit all den Fachgebieten, die der Geschäftsbereich vereinigt, auseinandergesetzt, Wissen und Können angeeignet. Doch ist ein Studium schon ausreichend? Das kann sein, aber das muss nicht gelingen. Danach war ich Projektingenieur in einer größeren Ingenieurgesellschaft und ich hatte das Glück der Nachwendezeit, die Dynamik, in sehr kurzer Zeit eine Reihe praktischer Aufgaben erledigen zu dürfen. Das erste fertige Projekt gibt Selbstvertrauen und ich entschied mich, an die TU Dresden zurückzukehren, um zu promovieren. Dort arbeitete ich mit Studenten zusammen, ich forschte, und ich war in den Gremien der Selbstverwaltung tätig.
Die Gründung meines Architekturbüros im Jahr 2005 erforderte eine grundsätzliche Neuorientierung. So stellte sich mir die Frage, welche Themen im Bauen sind langfristig tragfähig? Womit kann ich mein Brot erwerben? Ich entschied mich auf energetische Modernisierung zu konzentrieren. Und dies nicht, weil das Energiesparen nun die neue Bauaufgabe ist. Die Menschen wollen gut und komfortabel wohnen. Und die Umstellung der Gebäudebeheizung unter anderem weg von fossilen Energieträgern ist eine dringende Notwendigkeit. Es kommt darauf an, diesen Prozess sinngeleitet und zielgerichtet voranzutreiben. Doch für das Amt des Baubürgermeisters ist es viel zu wenig. Seine vornehmste Aufgabe ist es, für das Leben der Stadtgesellschaft eine räumliche und bauliche Entsprechung zu schaffen. Denn wir wollen hier alle drin wohnen. Und die Aufgabe ist es dabei, nicht etwas Neues zu schaffen, sondern das Vorhandene beständig weiterzuentwickeln und sich den ändernden Bedürfnissen anzupassen. Und dies in einer Weise, wir nennen das heute Nachhaltigkeit, doch im Kern geht es darum, dass wir den Ast, auf dem wir gemeinsam sitzen, uns nicht absägen. Und für die zukünftigen Generationen, für meine Kinder und Enkel, für ihre Kinder und Enkel, vorsorgen und dadurch Elend und Not fernhalten. Die Gestalt von Dresden ist nach wie vor äußerst fragmentiert. Große wertvolle Bauflächen im Inneren sind nur wenig genutzt. Was ist zu tun? Eine Verkehrswende wird nicht ausreichen. Denn wohin soll sich denn der Verkehr wenden? Notwendig ist eine Verdichtung der Stadt, eine Stadt der kurzen Wege und eine Mobilität, die allen gerecht wird. Es schmerzt mich sehr, dass mein am heutigen Tag 79 Jahre alt werdender Vater schon längere Jahre nicht mehr in die Innenstadt kommt und nicht, weil er vielleicht mit seinem Auto nicht mobil wäre, sondern weil 200 Meter vielleicht eine Anstrengung sind, wie für uns ein 5-Kilometer-Marsch. Da kann auch eine stufenlos begehbare Stadtbahn nicht ausreichen. Was müssen wir tun? Ich bin der Jahrgang der Babyboomer. In 15 Jahren werden wir die Seniorenboomer sein. Stadt und Infrastruktur müssen dringend darauf angepasst werden. Denn unsere Kinder sollen mit uns nicht überfordert sein. Damit sie dies leisten können, müssen wir Räume für ihre Tätigkeit, für Wertschöpfung in Dresden beständig weiterentwickeln. Viel zu viele unserer jungen Menschen verlassen exzellente Universitäten wegen mangelnder Arbeitsmöglichkeiten in andere Städte. All das hier in Kürze Skizzierte kann ein Einzelner nicht erreichen. Ein gutes Team ist vonnöten. Als Baubürgermeister kann man nach innen inhaltliche Impulse setzen, motivieren, auf ein effektives Zusammenwirken orientieren und da immer der Maxime folgen, das Erreichte ist nicht das Erreichbare. Der Großteil des Investitionshaushaltes der Stadt wird im Geschäftsbereich des Baubürgermeisters verausgabt. Egal, ob es die Einnahmen der Stadt sind oder des Landes oder Fördertöpfe, es ist sinnvoll und sparsam umzugehen. Eine gute Vorbereitung in der Planungsphase und Ausschreibungsverfahren sind effektive Werkzeuge. Doch um den geeignetsten Bieter zu finden, darf das Rennen nicht schon beendet sein, bevor es begonnen hat. So ist es leider geschehen bei der Ausschreibung auf diese Stelle. Auch Herr Kühn hat sich als Baubürgermeister beworben. Doch als gestern die Presse erfuhr, dass ich Kandidat bin, bekam ich einen Anruf mit der Frage, warum bewerben Sie sich? Herr Kühn ist es doch schon. Für Demokratie und Offenheit bin ich vor 31 Jahren in dieser Stadt demonstriert.
Nicht mit Herrn Kühn, er war ein kleines Kind. Es ist für Sie wirklich diese Art, das Herangehen, sich in ein Amt hieven zu lassen. Ich bin heute hier, weil mich die Fraktion der Freien Wähler vorgeschlagen hat. Ich bin aber nicht Vertreter dieser Fraktion und dieser Partei. Ich bin parteilos, ich bin Bürger und Einwohner dieser Stadt. Und ich möchte dieses Amt mit Ihnen gemeinsam führen und im Sinne dieser Stadt. Und dazu ist es notwendig, dass man offen und ehrlich zusammenarbeitet und nicht in Hinterzimmern zusammenkommt. Ich danke Ihnen. Also, ich muss Sie noch mal ermahnen, Herr Dr. Franke. Ich hatte gesagt, jeden 5 Minuten. Da habe ich schon nach eine 6. Minute zugegeben, bevor ich das erste Mal ermahnt habe. Ich möchte jedem gleiche Chancen hier vorne geben. Und dann gilt das für alle Beteiligten. Und da bitte ich eben auch bei den weiteren auch drauf zu achten. Als Nächsten darf ich Herrn Kühn nach vorne bitten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Sie kriegen einen Ordnungsruf und wenn noch ein weiteren, dann geht's raus nach Hause, Herr Hanisch. Wir werden uns ein bisschen gesittet hier benehmen und werden jetzt ordnungsgemäß alle Bewerber hören. Wir stellen noch mal die Uhr zurück und dann geht's von vorne los. Herr Kühn, Entschuldigung. Also noch mal, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Viele junge Menschen werden morgen weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen, auch in Dresden. Weil die Auswirkungen der Klimakrise immer sichtbarer werden, ist der Handlungsdruck für eine klimagerechte Stadtgestaltung und emissionsfreie Mobilität hoch. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind dafür schlicht und ergreifend der Problemlöser. Eine zentrale Aufgabe besteht darin, mit einer zügigen Umsetzung der Stadtbahnprojekte und der Grunderneuerung wichtiger Netzabschnitte Bus und Bahn in Dresden noch attraktiver zu gestalten. Dabei müssen nicht nur die Planung an sich beschleunigt werden, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Busse und Bahnen durch die Stadt fahren. Ein wichtiges Augenmerk meiner Arbeit würde auf die Verbesserung der Infrastruktur für den Rad- und Fußverkehr liegen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl verunglücken in Dresden die meisten Radfahrenden in Sachsen. Deshalb muss die Verkehrsplanung deren Bedürfnisse weiterhin stärker in den Blick nehmen. Wir brauchen mehr sichere und vor allen Dingen durchgehende Fahrradverbindungen. Ich bin überzeugt, wir kommen nur mit einem multimodalen Planungs- und Gestaltungsansatz voran, der die verschiedenen Verkehrsträger intelligent miteinander verknüpft. Nicht das Gegeneinander der Verkehrsträger sollte gepflegt werden, sondern eine integrierte Stadt- und Verkehrsplanung muss der Grundsatz sein. Die Digitalisierung ist dafür eine Chance. Richtig eingesetzt kann sie helfen, Verkehrsangebote effizienter zu gestalten und Verkehre für Mensch und Umwelt verträglicher zu steuern. Dresden braucht deshalb eine klare Digitalisierungsstrategie für den Mobilitätssektor. Ein weiteres wesentliches Handlungsfeld sehe ich in einer klimaresilienten Stadtgestaltung, insbesondere bei Straßenräumen und Plätzen, aber auch schon beginnt bei einer klimabewussten Bauleitplanung. Längere Hitzeperioden, Dürreperioden, aber auch Corona werden den Städtebau verändern. Die Bedeutung von Grünflächen, von attraktiven öffentlichen Räumen in der Stadt hat sich einmal mehr in der Pandemie gezeigt. In den Innenstädten ist der Einzelhandel zunehmend durch die Online-Konkurrenz unter Druck. Corona wirkt dabei wie ein Katalysator. Deshalb gilt es, mit einer attraktiven Gestaltung und vielfältigen Nutzung des öffentlichen Raums die Innenstadt und damit Handel und Gastronomie in Dresden zu stärken. Als gebürtiger Dresdner ist mir die Emotionalität, mit der städtebauliche Diskussionen geführt werden, durchaus bewusst. Erfolgreiche Stadtentwicklung und eine hohe Baukultur erfordert es, eine Einbindung vielfältiger Akteure der Stadtgesellschaft vorzunehmen. Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger schafft aus meiner Sicht Akzeptanz und kann die Planung verbessern. Mir ist deshalb eine Planungskultur wichtig, die frühzeitige und gute Öffentlichkeitsbeteiligung von Anfang an mitdenkt und umsetzt. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft, diesen zu sichern, ist aus meiner Sicht eine zentrale Herausforderung für die Stadtentwicklung in Dresden.
Die Sorge um bezahlbaren Wohnraum war in der letzten kommunalen Bürgerumfrage das größte Problem, was angesprochen wurde. Die Preise für Grundstücke und Mieten scheinen nur eine Richtung zu kennen. Neben einer aktiven Wohnungspolitik ist für das soziale Gefüge dieser Stadt eine steuernde Flächenpolitik gefragt, die beispielsweise gemeinschaftliches oder genossenschaftliches Bauen fördert, aber eben auch bezahlbare Grundstücke für Handwerk und Gewerbe bereitstellen kann. Beim Bauen gibt es verschiedene Spannungsfälle und Zielkonflikte, mehr Grün auf der einen Seite, Nachverdichtung auf der anderen, Sanierung und Verdrängung, ökologisches Bauen und Baukosten. Zentrale Aufgabe eines Beigeordneten ist es daher, in verschiedenen Prozessen zu moderieren und innerhalb der Stadtgesellschaft einen Interessensausgleich herbeizuführen. Ich sehe mich dabei als Bindeglied zwischen Verwaltung und Stadtrat. In meiner aktiven Stadtratszeit war mir die überparteiliche Zusammenarbeit immer wichtig. Ich möchte mich an dieser Stelle schon bedanken für die guten Impulse aus den Gesprächen, die ich in den Fraktionen hatte. In einigen Gesprächen entstand der Eindruck, zwischen Stadtrat und Verwaltung bestünde eine Art Gegnerschaft, weil beispielsweise Stadtratsbeschlüsse nicht umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir brauchen ein konstruktives und ein produktives Miteinander, wenn wir in der Stadt für die hier lebenden Menschen Gutes erreichen wollen. Dafür ist notwendig eine klare Prioritätensetzung. Wir müssen die Ziele erst klären, sonst verzetteln wir uns im Klein-Klein. Das gilt insbesondere für Planungsprozesse, mit denen wir dann eben sonst nicht fertig werden würden. Und das Gleiche gilt natürlich für den Beigeordneten selbst. Es geht um eine politische Steuerung und an den strategischen Zielen orientiertes Controlling, also nicht an einem Abarbeiten von allein Einzelprojekten. So ich eine Mehrheit heute Abend erhalte, werde ich Verbindlichkeit schaffen bei der Umsetzung der Ziele auf Basis von Stadtratsbeschlüssen. Nach transparenten Kriterien und Grundsätzen muss Verwaltungshandeln erfolgen. Darauf werde ich achten. Im Umgang mit der Verwaltung werde ich in meinem Geschäftsbereich zunächst zuhören, in die einzelnen Abteilungen gehen, Ideen und Wünsche sammeln und dann entscheiden. Eine enge Rückkopplung mit Ihnen in den Ausschüssen und im Stadtrat ist mir dabei wichtig. Darauf können Sie sich verlassen. Meine Damen und Herren, ich bin gebürtiger Dresdner. Ich habe nicht lange überlegen müssen, ob ich mich heute als Beigeordneter bewerbe. Dresden ist eine lebenswerte Stadt. Eine attraktive Stadt für alle. Sie können sicher sein, dass ich meine gesamte Kraft dafür einsetzen werde, dass dies so bleibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, und als dritten Kandidaten darf ich nach vorne bitten, Herrn Dr. Martin Schulte-Wissermann. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, heute fangen wir so an, denn es geht ja um die Menschen da draußen. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Oberbürgermeister. Ich fühle mich ziemlich geehrt, dass ich es noch vor meinem 50. Lebensjahr geschafft habe, hier an dieser Stelle zu stehen und meine Bewerbung vorzustellen. Ganz kurz zu meinem Leben. Ich bin 1995 nach Dresden gekommen für ein, zwei Tage. Am ersten Tag, wo ich da war, habe ich mir schon ein Zimmer geholt, habe hier studiert, Diplom gemacht, mit Auszeichnung promoviert, Magna cum laude, glaube ich, Physik und dann hier gearbeitet, erst an der Uni und dann selbstständig. In der Politik bin ich seit 2009 im Ortsbeirat, seit 2014 im Stadtrat und habe mich da immer schon um Umwelt, Verkehr und Bau gekümmert. Ich war im Bauausschuss, Umweltausschuss, DVB, Aufsichtsrat, VVO. Also ich kenne die Prozesse einigermaßen gut. Von all dem, was ein Baubürgermeister machen muss, möchte ich jetzt zwei Aspekte herausnehmen, weil ich glaube, die sind ganz wichtig für Dresden, aber auch in einem globalen Zusammenhang. Das erste ist Baukultur. Ich glaube, dass Baukultur ist ja mehr als, wie sieht ein Haus nachher aus. Baukultur ist das Herz und die Seele in einer Stadt. Es ist, wie wir miteinander ringen, wie wir diskutieren, wie wir reden, wie wir
uns die Stadt der Zukunft vorstellen. Das ist immer ein Prozess, der immer weitergeht. Und dort, wo keine Baukultur ist, dann sieht es auch so aus. Ne? Es ist seelenlos, es ist funktional, aber es hat halt kein Herz. Und Dresden, da ist die Baukultur ganz hoch. Und Sie wissen aus meiner Arbeit aus den vergangenen Jahren, dass ich stehe für schöne und funktionierende Häuser, ich stehe für schöne und funktionierende Straßen, ich stehe für schöne und funktionierende Plätze. Und das möchte ich ausbauen, zusammen mit den Bürgern, mit Ihnen, mit der Verwaltung. Der zweite Punkt ist so unfassbar wichtig, dass man ihn wirklich rausschreien muss. Es ist natürlich der Kampf gegen den Klimawandel und noch viel schlimmer, der Kampf, das Abwenden der globalen Klimakatastrophe. So, es ist abzusehen, dass wenn wir hier nicht etwas machen, dass hier auch in Dresden sehr schlimme Dinge passieren werden und deswegen müssen wir uns anstrengen. Ich könnte jetzt lange Zeit wieder die alten Schlachten schlagen. Wir haben sie schon geschlagen. Wir haben am 30.01. hier beschlossen, wir machen Sofortmaßnahmen, wir machen ein Klimakonzept, das wird jetzt erstellt. Da wird dann alles Mögliche drin sein. Ich will jetzt hier heute auf etwas ganz anderes hinaus. Egal, ob Sie jetzt den Klimawandel glauben oder ablehnen oder wie auch immer man dazu steht. Ich möchte sagen, warum ich für diesen Stadtrat oder für Dresden und warum der Klimawandel, warum das eine gute Kombination ist, und damit wir besser vorankommen und damit wir eine Chance haben, unser Leben zu erhalten. Denn der Klimawandel und der Kampf gegen die Klimakatastrophe verändert die Rahmenbedingungen, verändert Gesetze, verändert Richtlinien, verändert Förderkulissen, heißt es, also Förderprogramme. Der Kampf gegen die Klimakatastrophe macht es, wenn man es einfach ausdrücken will, es bringt zunehmend Geld in Klimaschutz zu investieren und andersrum, das ist viel wichtiger, wenn man an die Wirtschaft denkt, es wird zunehmend teurer, wenn man nicht in den Klimaschutz investiert. Denken Sie daran, CO2-Bepreisung, das geht hoch, 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 Ölheizung ist da wahrscheinlich nicht gut. Das heißt, wir kommen, ob wir wollen oder nicht, in eine Transformation der Stadt. Die Stadt wird sich CO2-neutral entwickeln und das ist nicht ob, sondern nur wie schnell und wann. Und diesen Prozess, den müssen wir vor Ort gestalten. Hier haben wir vor Ort Gestaltungsmöglichkeiten und wir müssen gestalten. Wir müssen das Ganze gestalten, denn CO2-neutral ist ja eine schöne Sache. Aber die Transformation zu einer CO2-neutralen Stadt, die kann natürlich nicht auf dem Rücken der finanziell Schwächeren ausgetragen werden. Transport, Heizung, Strom, Education, Kultur, Sport, das muss natürlich für alle möglich bleiben bzw. möglich werden. Wir müssen also sozialer werden. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich auch die lokale Wirtschaft nicht vor den Bus schmeißen. Ja? Also wir müssen gucken, dass wir die Wirtschaft nachhaltig wirtschaftlicher bekommen. Also ein Bekenntnis zum Sozialen, ein Bekenntnis zu der Wirtschaft und ein Bekenntnis dazu, dass wir klimaneutral werden müssen. Und das führt mich jetzt zu der Frage, warum ich? Weil ich nicht in den Bauch einer großen Partei gefangen bin. Ich habe auch keine Fraktion. Ich kann frei mit Ihnen reden. Ich kann zu Ihnen reinkommen und ich habe nicht interne Dinge, die mich, sage ich mal, wie irgendwie lenken oder bremsen oder hindern. Ich kann hingehen und kann versuchen, mit CDU, FDP und der Linken gleichzeitig zu sagen, okay, wie werden wir sozialer und gleichzeitig wirtschaftlicher? So, und sparen CO2. Das ist der große Vorteil, den Sie bei mir bekommen. Und ich weiß, die Chancen sind nicht groß, aber Sie wissen, das ist auch mein Vorteil gegenüber allen anderen Kandidaten hier. Ich war die letzten 10 Jahre hier, ich war in der Lokalpolitik. Und Sie wissen, viele von Ihnen kennen mich, viele von Ihnen kennen mich gut. Sie wissen, was ich kann, was ich nicht kann. Sie wissen, dass ich, wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Ich stehe zu meinem Wort. Ich kann böse werden, aber das ist sehr, sehr selten, weil meistens kann ich moderierend die Situation klären. Und das habe ich mit Veit Böhm in den letzten Jahren schon mehrfach exerziert. Wir können Dinge umsetzen, Dinge gegen den Willen, gegen
Wände laufen, so lange, bis es klappt. Und genauso habe ich das mit den Grünen immer zusammengearbeitet, mit der Linken, mit der SPD. Erst heute wieder einen sehr schönen Antrag eingereicht. Also, meine Damen und Herren, es ist eine Wahlkabine. Die Wahlkabine ist nicht überwacht. Sie können dort frei entscheiden. Tun Sie sich also bitte keinen Zwang an und schon gar nicht einen Fraktionszwang. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, damit haben sich alle drei Kandidaten vorgestellt. Erstmal vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ansonsten würde ich an dieser Stelle den Wahlgang dann aufrufen. Damit wir dann den Namen einfügen können in den Beschlusstext. Dazu bitte ich dann die einzelnen Stadträtinnen und Stadträte aufzurufen und die ersten jeweils die Wahlurnen zu prüfen. Und damit ist der Wahlgang eröffnet. So, meine Damen, meine Herren, haben alle von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht? Das scheint der Fall zu sein. Dann schließe ich hiermit den Wahlgang und bitte um Auszählung. Bevor wir dann zum Tagesordnungspunkt 10 und damit den Tagesordnungspunkten ohne Debatte kommen, komme ich zur Verkündung des Wahlergebnisses im Tagesordnungspunkt 5. Es sind insgesamt 53 Stimmen abgegeben worden. Auf Herrn Ronald Franke entfielen 4 Stimmen. Auf Herrn Stefan Kühn empfielen 34 Stimmen. Auf Herrn Dr. Martin Schulte-Wissermann 15 Stimmen. Damit ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Sicherheitshalber haben wir die Gegenprüfung gemacht, weil laut Gemeindeordnung die Mehrheit der Anwesenden im ersten Wahlgang notwendig ist und einige ja nicht daran teilgenommen haben. Aufgrund der Teilnehmerliste ist eindeutig nachvollziehbar, dass maximal 67 Stadträtinnen und Stadträte anwesend waren. Insofern die Mehrheit mit 34 gegeben ist und damit darf ich Herrn Stefan Kühn ganz herzlich gratulieren zur Wahl als Beigeordneter. Gestatten Sie die Frage, Herr Kühn, ob Sie die Wahl annehmen? Und der Oberbürgermeister erklärt hier auch für das Protokoll, dass er sein Einvernehmen zur Wahl gibt. Und insoweit herzlichen Glückwunsch.